Lege dich in die Rückenentspannungslage. Achte bei der folgenden Asana darauf, dass du den Kopf in der Stellung nicht mehr drehst und nur meinen verbalen Anweisungen folgst, um deinen Nacken zu schützen. Bringe deine Füße zusammen. Drehe deine Handflächen zum Boden, spanne deine Bauchmuskulatur an und ziehe deine Beine mit der nächsten Einatmung nach oben in den Schulterstand. Unterstütze deinen Rücken mit deinen Händen und lasse deine Knie angewinkelt. Deine Knie strecken sich zum Himmel, deine Füße sind parallel zum Boden. Der einfache Schulterstand, Sahaja Shavasana. Atme tief und richte dich in der Stellung ein. Genieße die Dehnung in der Halswirbelsäule und bringe deine Aufmerksamkeit zu deinem Kehlkopf. Versuche ganz langsam und bewusst in der Ujjayi-Atmung zu atmen. Durch die Umkehrhaltung werden alle inneren Organe besser durchblutet. Sahaja Shavasana regeneriert die Lebensenergie. Nach einem anstrengenden Arbeitstag kannst du durch diese Asana schnell wieder neue Energien mobilisieren. Kippe dein Becken nach vorne und lasse mit der nächsten Ausatmung deine Knie auf deine Stirn gleiten. Deine Zehen strecken sich zum Himmel. Dein Rücken wird weiterhin von deinen Händen unterstützt. Der einfache Pflug, Purva Halasana. Genieße die Nähe zu dir selbst und atme langsam und bewusst. Deine Bauchorgane erfahren eine sanfte Massage. Die Schilddrüsenfunktion wird harmonisiert, alle inneren Organe und dein Gehirn mit mehr Blut versorgt. Genieße die ausgleichende Wirkung von Purva Halasana. Bringe nun deine Handflächen zum Boden und rolle mit der Ausatmung deinen Rücken Wirbel für Wirbel ab. Ganz langsam und bewusst. Wenn dein Rücken ganz aufliegt, atme noch einmal tief ein, strecke deine Beine, hebe deinen Kopf, drücke den unteren Rücken fest in die Matte und bringe deine Beine mit der Ausatmung aus der Kraft der Bauchmuskulatur zum Boden. Lasse die Füße wieder locker nach außen fallen, senke deinen Oberkörper, Handflächen zeigen nach oben und genieße die Entspannung.